Nächster Redner für die Fraktion der Sozialdemokraten ist der Kollege Günther Rudolph. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Weil das ja eben auch ein bisschen pathetisch angelegt war von Ihnen, Frau Weber, und aus persönlichen es war pathetisch angelegt und persönlich, dann will ich Ihnen aus meinen persönlichen Erfahrungen zur A49 der letzten Jahrzehnte auch mal ein bisschen was zu beitragen. Weil das klang nämlich alles so ein bisschen sehr, naja, ein bisschen sehr auch von Moral gebeugt und andere haben das alles nicht. Ja, in der Tat, die Planungsphase bei der A49 war zu lang. Und damit wir auch hier keine Geschichtsklitterung betreiben, da war nicht die SPD allein beteiligt, da war die FDP mit den Ministern beteiligt. Und ich erinnere mich an eine Diskussion wenige Wochen vor der Landtagswahl 99, stand ich neben dem damaligen Oppositionsführer Herr Koch, und wenn wir drankommen, rollen morgen die Bagger. Das hat ein paar Jahre gedauert. Und das ist ein Teil des Problems, dass die Trassenführung auch verändert werden musste. Weil beispielsweise Kammmolche dazu führten, dass eine ganz andere Trassenplanung dann auf den Weg gebracht wurde, mit dem Ergebnis der jahrelangen Verzögerungen. All das ist nicht erfreulich, weil wir sehen ja, was es heißt, über Jahrzehnte eine Planung zu betreiben. Das ist auch ein Problem, was viele Menschen nicht zu akzeptieren. Wenn Sie eben sagen, Frau Weber, bei mir war jemand, Walter, Entschuldigung, ist schon, Frau, ist doch in Ordnung. Ist doch in Ordnung, wenn ich mich entschuldige dafür. Was wollen Sie eigentlich noch? Maßen Sie sich doch nicht diese Überheblichkeit an, wenn andere mal einen Fehler machen. Sie sind die Einzigen, die fehlerfrei sind. Das ist unerträglich langsam. Unerträglich. Unerträglich, meine Damen und Herren. Was glauben Sie, was wir an Anrufen bekommen haben, an Ortsterminen von Personen vor Ort bekommen haben, wo Menschen sagen, seit Jahrzehnten werden wir von Verkehrslärm erdrückt, von LKWs, und wir erwarten endlich, dass es Lösungen gibt für die Menschen, die an betroffenen Ortsdurchfahrten sind. Auch das sollten wir endlich mal zur Kenntnis nehmen. Es gibt nicht nur die eine Wahrheit, die die GRÜNEN hier erzählen. Meine Damen und Herren, die SPD hat das intern über viele Jahre diskutiert, aber die Entscheidungsfindung war am Schluss klar. Wir sind für den Weiterbau der A49. Der Lückenschluss muss vollendet werden, weil wir sagen, dass die Erschließung des ländlichen Raumes eines ist, die ist wichtig für die betroffenen Regionen im Schwalm-Eder-Kreis, im Landkreis Marburg-Biedenkopf, im Vogelsberg-Kreis. Und wir wollen, dass viele Menschen von den Lärmbelastungen entlastet werden. Und deswegen haben wir uns am Schluss dafür entschieden, zu sagen, der Lückenschluss und der Weiterbau ist notwendig. Ja, das ist ein Einschnitt, ein Eingriff in die Natur, der ist auch nicht unerheblich. Der ist auch nicht so, wie die LINKEN behaupten, das ist auch klar, weil da geht es ja immer dann gleich mit der großen Keule, da wird auch nicht differenziert, da gibt es entsprechende Ausgleichsmaßnahmen, aber es ist ein Eingriff in die Natur, das muss man festhalten. Und, meine Damen und Herren, selten ist ein solches Infrastrukturprojekt bis in die höchsten Instanzen so oft durchdekliniert worden und letztlich recht gesprochen worden, bis zum höchsten deutschen Verwaltungsgericht. Und weil hier permanent gerade auch von den GRÜNEN gesagt wird, wir sind an Recht und Gesetz gebunden, ja, an was denn sonst? Eine platte Selbstverständlichkeit wird hier zu einer Monstranz erhoben. Das erleben wir doch im Landtag auch. Wir sind auch Entscheidungen. Wenn ein Staatsgerichtshof eine Entscheidung trifft, mit der wir nicht einverstanden sind, dann kann ich da auch nicht ständig lamoyant sagen, ich hätte es gern anders. Ja, das muss man nicht ständig betonen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, und deswegen muss dieses Baurecht auch jetzt umgesetzt werden. Das ist eine der Konsequenzen. Ja? Und deswegen, weil die Rodungsphasen, weil die Vegetationsphasen so sind, wie sie sind, beginnt jetzt das. Und deswegen sage ich an dieser Stelle für die SPD-Fraktion ein herzliches Dankeschön an die Demonstranten, die friedlich demonstrieren. Das muss ein Rechtsstaat auch aushalten. Das ist überhaupt keine Frage. Da habe ich auch den Eindruck, das Versammlungsrecht wird in Hessen ausgedehnt. Da wird mal Sperrung der A49 beantragt für 3.000 bis 5.000 Radler. Es kommen dann 150, das wird die Woche später gemacht. Kann man schon das Versammlungsrecht ausdehnen? Geschenkt kann man noch mal später überprüfen. Und ich sage,
Unser Dank gilt, weil das eine besondere Herausforderung ist, auch den hessischen Polizeibeamtinnen und Beamten. Auf deren Rücken wird nämlich einiges ausgetragen. Wird einiges ausgetragen. Und damit wir auch da keine Relativierung machen, es gibt natürlich teilweise Demonstranten, die gewalttätig sind, die extremistisch sind und die mit der Region gerade gar nichts zu tun haben. Die reisen bundesweit und europaweit durch die Gegend, um Krawall zu machen. Die brauchen wir nicht. Und wer kriminell ist, wer gewalttätig handelt, ist kriminell und muss auch mit allen Konsequenzen des Rechtsstaates leben. Und das brauchen wir auch nicht schön zu reden, damit es auch mal in aller Deutlichkeit hier an dieser Stelle gesagt wird. Und dass dieses Infrastrukturprojekt jetzt in eine entscheidende Phase geht, hat natürlich auch politische Auswirkungen. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, dass die Grünen gerne ihr Doppelspiel betreiben. Wir haben das vom Flughafen schon erlebt. Vor der Landtagswahl 2014 hat der damalige Fraktionsvorsitzende gesagt, mit mir wird es keinen Ausbau geben. Nach der Wahl und der geschlossenen Koalitionsvereinbarung wurde dann festgestellt, er sei an Recht und Gesetz gebunden und könne nichts mehr machen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das gleiche Spiel, das gleiche Doppelspiel machen hier die Grünen. Ich will das an einem Beispiel erläutern. Wenn Sie sagen, es gibt gar keinen Spielraum mehr dafür, warum fordert dann etwa die Bundestagsfraktion der Grünen, warum fordert die Parteivorsitzende der Grünen im Schwalm-Eder-Kreis, Frau Hoffmann, ein Moratorium? Sie wissen, für ein Moratorium, einen Baustopp, gibt es weder in Wiesbaden noch in Berlin eine politische Mehrheit. Sie suggerieren etwas, was Sie den Linken vorgaben. Es gibt keine Mehrheit für einen Baustopp an 49. Dann lassen Sie es. Dann lassen Sie es, meine Damen und Herren von den Grünen an dieser Stelle. Suggerieren etwas, was nicht geht. Und die Grünen haben in Hessen zweimal in einer Koalitionsvereinbarung klar gesagt, wir sind gegen die A49, aber sie wird gebaut. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dass dann grüne Aktivisten vor Ort sagen, wir verstehen das nicht, wenn ich den Südhessen Morgen zitiere, vom 18.09. gab es vor wenigen Tagen Treffen der Grünen vor Ort, und da gab es heftige Kritik der Grünen an ihrer Parteispitze. Und dann stellt die Abgeordnete Frau Walter am Schluss zu fest, ich empfinde keinen Dissens zwischen der Basis und den grünen Regierungsvertretern. Möglicherweise war der ein oder andere auf einer anderen Veranstaltung. Aber das zeigt, aber das ist Ihr Problem, nicht mein Problem, dass die Basis das anders sieht. Aber ist doch klar, Sie nähren doch die Hoffnung, wenn Sie ein Moratorium fordern, für das es keine Mehrheit gibt. Sie haben als hessische Grünen zweimal eine Koalitionsvereinbarung geschlossen, indem Sie das nicht gefordert haben. Sie haben keine Bundesratsinitiative gefordert zum Baustopp. Und deswegen hören Sie auf, das ist eine arge Heuchelei, die Sie an dieser Stelle hier betreiben. Eine arge Heuchelei. Und das ist ja auch immer das gleiche Raster. Wir können in Hessen gar nichts machen. Wir haben mit all dem ja auch gar nichts zu tun. Und der Verkehrsminister Al-Wazir hat ja Pech. Eigentlich müsste er jetzt noch 3 Monate überstehen. Weil ab 01.01.2021 haben wir die Bundesstraßenverwaltung. Dann ist Hessen fast raus aus dem Ganzen. Klappt jetzt nicht ganz mit den 3 Monaten, müssen Sie noch aushalten. Und dann finde ich auch bemerkenswert das Verhalten der CDU. Der Ministerpräsident hat es ja, Parteivorsitzende in dem Fall, in Willingen auch getan. Das ist so eine Lamoyanz. Och, die armen Grünen, das ist ja auch alles ganz schlimm dafür. Man müsste ja dafür Verständnis haben. Nein, haben wir nicht. Weil wir haben die Diskussion über die A49 hautnah erlebt in den Jahren 95 bis 99. Und das hat, was hat die CDU und die FDP mit uns als SPD gemacht? Wir würden uns von den Grünen vor uns hertreiben lassen. Das sei alles ganz schlimm. Es gab damals eine Koalitionsvereinbarung, wo Abgeordnete persönlich sogar bedroht wurden, was sie einfallen würden, dem nicht zuzustimmen. Und meine Damen und Herren, und deswegen hören Sie bitte als Grüne mit der Lamoyanz auf. Sie haben sich in Wiesbaden machtpolitisch entschieden. Sie kriegen dafür an einer anderen Stelle was. Aber hören Sie bitte damit auf, dass Ihnen das alles schrecklich leid tut und Sie könnten nichts machen. Sie haben sich anders entschieden. Und deswegen ist das so. Der Weiterbau der A49 wird kommen. Und wir können nur hoffen, der erste Tag heute ist vielversprechend gelaufen, dass es nicht zu Exzessen kam, dass die Demonstranten, und viele sind mit friedlichen Absichten unterwegs, aber auch sie müssen am Schluss akzeptieren, dass der Rechtsstaat funktioniert, dass das friedlich vonstatten geht.
und dass die Polizeibeamten das am Schluss nicht austragen müssen. Das ist auch die Frage, warum das jetzt auch alles erst in den letzten Wochen so passiert ist, was man in den letzten Monaten getan hat. Offensichtlich hat der Verkehrsminister auch gehofft, das löst sich alles in Luft auf. Aber das funktioniert eben nicht, weil, ja, man kann auch Vorbereitungen treffen, wenn Sie politisch ständig etwas suggerieren, dass man das auch anders machen könne und dass man das Projekt noch stoppen könne, dann dürfen Sie sich nicht wundern, wenn Leute darauf reinfallen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen am Schluss, weil ja hier so auch von der linken Seite dargestellt wird, die ganze Menschheit, die ganze Welt sei gegen dieses Projekt. In den betroffenen Landkreisen, in der Region Schwalm-Eder, Marburg-Biedenkopf, Vogelsberg, gibt es jenseits der Parteien von SPD, von FDP, von CDU und Freien Wählern eine überdeutliche Mehrheit, die dieses Projekt begrüßen. Und es kann auch nicht sein, dass Minderheiten immer nur ihren Stempel aufdrücken wollen und die Mehrheit unterjochen. Das kann an der Stelle auch nicht funktionieren, damit das auch mal ganz deutlich wird. Damit das mal ganz deutlich wird. Ja. Noch gilt das, Herr Kollege, die Redezeit ist um. Noch gilt das Prinzip, dass bei Mehrheiten das sich auch abbildet. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, muss dieser Lückenschluss vollzogen werden. Ein Prozess, der zu lange gedauert hat. Da ist sicherlich nicht alles optimal gelaufen. Aber was wir nicht mehr ertragen können, ist die Lamoyanz und die Moralkeule, die hier auch ständig von den Grünen geschoben wird. Sie haben es politisch so gewollt. Sie hatten es in der Hand. Keine Initiative gegen Berlin die letzten Jahre. Und deswegen müssen Sie auch mit den Konsequenzen und Folgen leben, weil das gehört auch dazu. Das gleiche Raster wie beim Flughafen. Und das lassen wir Ihnen an der Stelle ausdrücklich nicht durchgehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rudolph. Für die Landesregierung spricht der Wirtschaftsminister. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die A49 oder genauer gesagt BAB49, es ist nämlich eine Bundesautobahn, hat eine lange Geschichte. Eine lange Geschichte. Und zu dieser Geschichte gehört, dass die übrigens in den 70er Jahren begann, zu dieser Geschichte gehört, dass drei Parteien immer für diese Autobahn waren, nämlich in dieser Reihenfolge SPD, CDU und FDP, weil Holger Börner war Ministerpräsident, als die ersten Debatten über die A49 begannen, und eine Partei, die sich dann 1979 gründete, immer dagegen war. Und dann kamen andere Parteien dazu, vielleicht verschwinden sie auch wieder. Darum geht es jetzt hier heute nicht. So, und zu dieser Frage gehört dann auch, dass wir in diesen unterschiedlichen Positionen lange eine Situation erlebt haben, dass diese Autobahn dann Stück für Stück weitergebaut wurde. Ich glaube, mein Vorgänger Alfred Schmidt hat sozusagen den ersten Bereich gebaut. Dann gab es in den 90er Jahren eine lange Debatte über die Frage, ob diese Autobahn zur A5 weitergebaut wird. Ich bin ja schon ein bisschen länger dabei. Ich kann mich noch an einen Koalitionsvertrag erinnern, wo der schöne Satz drin stand, qualifizierter Abschluss bei Bischhausen. Dann gab es, genau, eine andere kann sich auch noch daran erinnern. Dann gab es Regierungswechsel, nämlich im Jahr 1999, das Versprechen von Schwarz-Gelb, wir bauen weiter. Es gab dann noch drei Abschnitte, die gefehlt haben. Es gab einen Planfeststellungsbeschluss im Jahr 2005 für den Abschnitt von Neuental-Bischhausen in Richtung Schwalmstadt. Dieser ist begonnen, ist im Bau. Und dann gab es im Jahr 2012 die Planfeststellungsbeschlüsse, die mein Vorgänger Dieter Posch unterschrieben hat, für die Abschnitte von Schwalmstadt in Richtung Stadtallendorf und von Stadtallendorf in Richtung A5. Das ist die Situation. Und im Jahr 2014 gab es ein Verwaltungsgerichtsurteil, in dem Fall des Bundesverwaltungsgerichts, die den Planfeststellungsbeschluss von 2012 für bestandskräftig erklärt hat. Und jetzt kann man unterschiedlicher Meinung sein, ob dieses Projekt sinnvoll ist oder nicht. Ich bin seit 31 Jahren Mitglied der Grünen. Ich kann mich erinnern, vor ungefähr 20 Jahren habe ich die erste Debatte in Borken geführt über die Frage A49, ja oder nein. Man kann unterschiedlicher Meinung sein. Aber man muss einfach feststellen in diesem Fall, dass wir eine Bundesautobahn haben und dass die erste Gewalt, nämlich der Deutsche Bundestag, im Jahr 2016 das Fernstraßenausbaugesetz beschlossen hat, in dem die A49 als fest disponiertes Projekt enthalten ist, dass die Bundesregierung, in dem Fall vertreten durch das Bundesverkehrsministerium, den Bauauftrag erteilt hat,
an die Auftragsverwaltung, in dem Fall das Land Hessen, und dass das Bundesverwaltungsgericht als höchstes deutsches Verwaltungsgericht dieses für bestandskräftig erklärt hat. Das heißt, alle drei Gewalten der Bundesrepublik Deutschland haben sich zu diesem Projekt bekannt. Und an dieser Stelle kann man unterschiedlicher Meinung sein, ob das richtig oder falsch war, aber man muss es akzeptieren. Und die Hessische Landesregierung akzeptiert das vor allem dann, wenn sie in der Auftragsverwaltung tätig ist, weil, und das kann ich auch an dieser Stelle sagen, als jemand, der in der Vergangenheit dieses Projekt immer abgelehnt hat, aber ein Minister kann und darf sich nicht aussuchen, welches Gesetz er umsetzt. Das wäre nämlich Willkür, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will das ausdrücklich sagen. Es gibt viele, die protestieren gegen dieses Projekt. Es gibt inzwischen auch welche, die machen Demonstrationen für dieses Projekt. Beides ist gut in diesem Rechtsstaat, dass es das Recht gibt, seine Meinung zu äußern, das auch öffentlich zu demonstrieren, ausdrücklich. Ich möchte in keinem Land leben, in dem das nicht möglich ist. Und gleichzeitig gehört dazu, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass das immer friedlich und ohne Gewalt sein muss und ohne Relativierung von Gewalt, weil das ist für den Rechtsstaat konstitutiv, dass man immer seine Meinung sagen kann, aber dies immer gewaltfrei passieren muss. Wenn Sie sich jetzt, Herr Schalauske, dieses Projekt genau anschauen mit allem, was dazugehört, haben Sie auch noch einmal erwähnt, Stichwort Baurecht ist nicht Baupflicht. Das stimmt. Allerdings gilt das nur für den Bauherrn. Und der Bauherr ist die Bundesrepublik Deutschland. Und die Bundesrepublik Deutschland sozusagen hat sich entschieden, zuletzt im Deutschen Bundestag, der das Fernstraßenausbaugesetz beschlossen hat, dass sie an diesem Projekt festhält. Das ist die Lage, mit der wir es zu tun haben. Und wenn Sie sich dann das Einzelprojekt anschauen, haben Sie ja auch gesagt, Herr Schalauske, ich beschäftige mich jetzt einmal mit Ihrer Rede und dem, was Sie hier gesagt haben, dass das Bundesverwaltungsgericht gesagt habe, dass das Projekt sozusagen gegen das Wasserrecht verstößt. Das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Das Bundesverwaltungsgericht hat im Jahr 2020 festgestellt, dass man nach einer EuGH-Entscheidung des Jahres 2015 den Planfeststellungsbeschluss nach den Regeln der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie hätte abprüfen müssen, hat aber gleichzeitig gesagt, dass dieser Rechtsfehler nicht so gravierend ist, dass er die Planfeststellung an sich infrage stellt. Und wir als Auftragsverwaltung, als Hessisches Verkehrsministerium, haben deshalb die DEGIS darum gebeten, in einem neuen wasserrechtlichen Fachbeitrag ja, wen denn sonst? Natürlich, wenn Sie Umweltpolitiker wären, dann wüssten Sie, dass in der Umweltpolitik immer das Verursacherprinzip gilt. Was denn sonst? Wer sonst als der Vorhabenträger muss sozusagen bei übrigens in diesem Fall unabhängigen Gutachtern diese Gutachten in Auftrag geben? So, und deswegen noch einmal, ist das in Auftrag gegeben worden. Wenn Sie sich für die Sache interessieren, können Sie sich übrigens diesen wasserrechtlichen Fachbeitrag auf der Homepage des Hessischen Verkehrsministeriums und auf der Homepage der DEGIS anschauen. Und das ist jetzt abgeprüft worden auf unseren Wunsch hin, obwohl das Bundesverwaltungsgericht das gar nicht in Auftrag gegeben hat, gar nicht verlangt hat. Und es ist sozusagen an dieser Stelle abgeprüft worden, dass diese Planfeststellung auch nicht gegen die Europäische Wasserrahmenrichtlinie verstößt. Ich sage das hier, weil ich in aller Regel der Auffassung bin, dass es gut ist, man kann ja immer unterschiedlicher Meinung sein, aber dass es gut ist, wenn wir wenigstens sozusagen die Fakten mal klarziehen und danach auf Grundlage von Fakten diskutieren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Natürlich kann es schmerzhaft sein, wenn man demokratische und rechtsstaatliche Entscheidungen akzeptieren muss, wenn man sie sich anders gewünscht hätte. Das kann so sein. Aber an dieser Stelle will ich das noch einmal sagen. Wer sich aussucht,
welche Entscheidungen des Rechtsstaates er akzeptiert, die von allen drei Gewalten getroffen worden sind, der begibt sich auf ziemlich schwieriges Gelände, wenn ich das einmal vorsichtig sagen darf. Und ich will das als jemand sagen, der für die Energiewende und die Verkehrswende kämpft. Die Energie- und die Verkehrswende sind große Infrastrukturprojekte. Soll sich keiner was vormachen. Wir werden viele Debatten haben in den nächsten Jahren, wenn es um die Frage von ICE-Neubaustrecken geht, Frankfurt-Mannheim oder Frankfurt-Fulda, über die Frage, wo die gebaut werden und was das für Eingriffe auch in die Landschaft und in die Natur, vielleicht auch in den Wald bedeutet. Sagen, über Windräder ist auch schon gesprochen worden. Wenn wir hier, ja, sehen Sie, Sie können nicht nur sagen, hurra Autobahn, ja, da muss der Rechtsstaat durchgesetzt werden, sondern wenn jemand Baurecht hat, dann hat er Baurecht. Deswegen muss ich an dieser Stelle sagen, ja, wir können uns an dieser Stelle, selbst wenn man sich manche Sachen anders gewünscht hätte, uns nicht aussuchen, ob es uns gefällt oder nicht, wenn am Ende höchstrichterliche Urteile umgesetzt werden. Das ist der Punkt, um den es geht. Und deswegen will ich in Richtung der LINKEN noch einmal sagen, Sie haben ja gesagt, Koalitionsvertrag. Ich lese Ihnen einmal einen Koalitionsvertrag vor. Die Planung der A49 Neuental-Gemünden-Felder wird zeitnah abgeschlossen, damit nicht erneut zusätzliche Belastungen der Ortslagen durch den Durchgangsverkehr, der bereits die Teilstücke nutzt, entstehen, ist vor einem Weiterbau die gesamte Strecke planfestzustellen und die Finanzierung durch den Bund zu sichern. Wissen Sie, was das ist? Der Koalitionsvertrag, aus dem ist nie eine Koalition geworden, von SPD und Grünen aus dem Jahr 2008. Und wissen Sie, was DIE LINKE dazu gesagt hat? Presseerklärung vom 2. November 2008. Überschrift: Bei seiner heutigen Sitzung hat sich der Landesvorstand der Partei DIE LINKE Hessen mit 20 von 21 Stimmen dafür ausgesprochen, die Mitglieder der Fraktion DIE LINKE im Hessischen Landtag darin zu bestärken, Andrea Ypsilanti zur Ministerpräsidentin zu wählen und ihre Regierung zu bestätigen. Dazu erklären die Vorsitzenden der Partei DIE LINKE Hessen, Ulrike Eifler und Ulrich Wilken: Der Landesvorstand hat den Koalitionsvertrag von SPD und Grünen in einer intensiven Diskussion politisch bewertet. Maßstab war die Erklärung der Partei und Landtagsfraktion DIE LINKE Hessen zur Unterstützung einer rot-grünen Regierung, die Grundlage des positiven Entscheids der Mitglieder unserer Landespartei war. Der Landesvorstand war einhellig der Meinung, dass der vorliegende Koalitionsvertrag noch keinen Politikwechsel bedeutet. Dennoch haben SPD und Grüne in ihrem Koalitionsvertrag einen erkennbaren Richtungswechsel der Regierungspolitik in Hessen vorgenommen. Deshalb kann DIE LINKE an ihrer Entscheidung, die Minderheitsregierung von SPD und Grünen zu unterstützen, festhalten. Also, Sie haben diesen Koalitionsvertrag bewertet. Sie haben gesagt, dass Sie auf Grundlage dieses Koalitionsvertrags eine neue Regierung wählen wollen. Und jetzt hat Ihnen die SPD erspart, sozusagen, das mal in die Tat umsetzen zu müssen. Okay. Aber ich will Ihnen an dieser Stelle nur einmal sagen, das Problem an dieser Geschichte ist, Sie sind, nein, das ist kein Witz, liebe Kollegin Wissler, Sie wollen sich gerade anschicken, auf Bundesebene Parteivorsitzende zu werden. Und ich kann Ihnen an dieser Stelle sagen, irgendwann kommt der Moment, wo man sich damit auseinandersetzen muss, dass die Welt nicht nur aus der eigenen Blase besteht. Herr Minister, die Fraktionsredezeit ist mittlerweile erreicht. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, es gibt unterschiedliche Auffassungen zum Weiterbau der A49, der diese Autobahn seit über 40 Jahren begleitet. Aber es ist eine Bundesautobahn. Diese Bundesautobahn ist von der ersten Gewalt, dem Deutschen Bundestag, beschlossen worden, von der zweiten Gewalt, der Bundesregierung in Auftrag gegeben worden, von der dritten Gewalt, dem Bundesverwaltungsgericht, bestätigt worden. Und natürlich wird die Hessische Landesregierung sich an geltendes Recht halten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Für eine zweite Runde gemeldet hat sich der Abgeordnete Schalauske, Fraktion DIE LINKE.
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst noch einmal zu den detaillierten Diskussionen über die rechtlichen Grundlagen. Dass das Planfeststellungsverfahren nicht gegen die europäische Wasserrahmenrichtlinie verstoßen würde, habe ich hier heute in meinem Redebeitrag gar nicht gesagt. Ich habe aber darauf hingewiesen, Herr Staatsminister, dass die mittelhessischen Wasserwerke darauf verweisen, dass der Trassenverlauf nicht optimal ist und dass die mittelhessischen Wasserwerke Sorgen haben, dass Schäden nicht ausgeschlossen werden können und nicht sicher sind, ob am Ende eine Gefährdung für das Trinkwasser besteht. Ich finde, dass man diese Stellungnahme, die es im Übrigen auch schon vorher im Verfahren gegeben hat, mindestens einmal zur Kenntnis und ernst nehmen sollte. Das Zweite zu den rechtlichen Bedenken, worüber Sie leider gar nichts gesagt haben, sind ja die zwingenden Gründe, wonach das öffentliche Interesse angeblich den Naturschutzrichtlinien der Europäischen Union übergeordnet werden kann. Wie wir wissen aus dem jahrelangen Engagement der Bürgerinitiativen, gibt es in diesen Begründungen dieses öffentlichen Interesses Fehler, die sogar von den öffentlichen Behörden eingestanden werden. Da geht es um die Zahlen, wie viele Arbeitsplätze geschaffen werden. Dort sind Übersetzungsfehler genannt, die trotzdem zur Grundlage genommen werden. Die Zahlen, die die Verkehrsentlastung für die Region dokumentieren sollen, können gar nicht stimmen. Und auch all das hat ja Ihr Haus indirekt in Schreiben bestätigt. Und deswegen bin ich der Meinung, dass man, auch wenn die Gerichte das entschieden haben, man nach wie vor von legitimen rechtlichen Bedenken sprechen kann. Doch, das kann man. Dann, doch, das kann man. Wenn, ja, ich denke, das sollten Sie erst einmal zur Kenntnis nehmen, Herr Wagner. Und dann sagen Sie, die Grünen, wir halten die Entscheidung für falsch, man kann sie aber nicht mehr ändern und verweisen auf den Vorhabenträger, nämlich den Bund. Und gleichzeitig aber, der Kollege Rudolph hat es Ihnen ja gesagt, versuchen Sie selber, nicht Sie hier in Hessen leider, das ist ja das Problem der heutigen Diskussion, sondern Ihre Fraktion im Deutschen Bundestag, den Vorhabenträger von dem, sozusagen von dem Vorhaben, das doch angeblich rechtsstaatlich schon durch sei, endlich wieder abzubringen. Das ist doch nicht stimmig. Das ist eine Doppelmoral. Wir begrüßen, was Sie im Bundestag machen. Es ist nur leider bedauerlich, dass Sie hier im Hessischen Landtag eine andere Position einnehmen. Kann man nun auf den Vorhabenträger einwirken oder kann man es nicht? Wir würden uns wünschen, dass der Verkehrsminister und die Landtagsfraktionen der GRÜNEN in ihren öffentlichen Stellungnahmen eben deutlich machen gegenüber dem Vorhabenträger, dass sie von diesem Vorhaben nicht überzeugt sind, weil es dem Klima schadet, weil es den Menschen schadet, da Haltung und Position einzunehmen. Und ich will Ihnen ganz deutlich sagen, wenn in den letzten 40 Jahren, 30 Jahren in der Geschichte der Bundesrepublik alle grünen Fraktionen und alle grünen Parteien immer alle Entscheidungen akzeptiert hatten, die beschlossen worden sind, wo zum Teil schon gebaut wurde, dann wären heute noch alle Atommeiler am Netz, dann wäre Gorleben heute ein Endlager für Atommüll. Und ich bin ausdrücklich dankbar, dass die GRÜNEN sich da viele Jahre gegen engagiert haben. Und dann ist die Frage, Sie haben die Proteste angesprochen, und da finde ich, Frau Walter, müssen Sie sich auch noch einmal entscheiden. Sind die Proteste jetzt gewalttätig, von denen man sich distanzieren muss? Oder aber sind es Proteste, die zu Unrecht kriminalisiert werden? Ich bin der Meinung, natürlich rufen wir zu friedlichen Protesten auf, und wir sind der Meinung, dass ziviler Ungehorsam im Übrigen wie viele Grünen auch, dass ziviler Ungehorsam ein legitimer Bestandteil friedlicher Proteste sein kann. Und Herr Dr. Naas, wenn Sie ein Bild gezeichnet haben hier von den Demonstranten, dann kann ich Ihnen nur sagen, dieses Bild kann ich nicht bestätigen. Und ich lade Sie und alle, die das kritisch sehen, ein, kommen Sie in den nächsten Tagen in den Wald, machen Sie sich ein eigenes Bild.
und arbeiten Sie als neutraler parlamentarischer Beobachter und gewinnen Sie ein authentisches Bild von der Situation vor Ort. Am Ende bleibt doch die entscheidende Frage, gibt es hier eine Grüne, gibt es die Teile der Grünen in der Landesregierung, die ihre politische Haltung einnehmen wollen und die sich dafür einsetzen wollen, dass der Vorhabenträger sein Vorhaben ändert und dass diese Autobahn nicht gebaut wird? Oder aber ziehen die Grünen den Kopf ein, lassen das Ganze an sich vorübergehen, vergießen zwar die ein oder andere Krokodilsträne, aber stehen eben nicht glaubwürdig zu ihren politischen Zielen. Wir bleiben der Auffassung, diese Autobahn, die braucht, die wird nicht. Herr Kollege, Sie müssen zum Ende kommen. Diese Autobahn, sie wird nicht gebraucht, sie schadet dem Klima, sie schadet den Menschen in der Region, sie steht unserem Engagement gegen den Klimawandel und für eine Verkehrswende entgegen. Und deswegen müssen wir das heute hier debattieren, und deswegen stimmen Sie unserem Antrag zu. Vielen Dank, Herr Schalauske. Nächster Redner für die Freien Demokraten ist der Fraktionsvorsitzende der Freien Demokraten, der Kollege René Rock. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben jetzt hier mit großer Mehrheit festgestellt, mit einer kleinen Gruppe, die sich hier separiert hat, der GRÜNEN-Fraktion, wo ich immer noch nicht ganz klar weiß, wo sie steht, dass diese Autobahn für Hessen wichtig ist, dass sie hervorragend geeignet ist, die Wirtschaft zu fördern, die Mobilität zu fördern und dass sie Nord- und Mittelhessen ein nicht zu verzichtende Investition ist, die jetzt endlich getätigt werden kann. Das hat die große Mehrheit heute hier im Hessischen Landtag deutlich gemacht. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, wo ist eigentlich der Verkehrsminister? Der hat hier erklärt, er wird zu etwas gezwungen und hat hier etwas schwadroniert, was er vor Jahrzehnten für richtig und falsch gehalten hat. Was hält er denn heute für richtig oder falsch? Ist der Verkehrsminister des Landes Hessens ein Verkehrsminister des Landes Hessens, ist er jetzt gegen die Autobahn oder ist er jetzt für die Autobahn, und zwar aus sachlichen Gründen? Was sind Ihre sachlichen Gründe, Herr Tarek Al-Wazir, dass Sie immer noch gegen diese Autobahn sind? Das müssen Sie doch hier sagen als Verkehrsminister. Dann könnte ich 10 Minuten herumschwadronieren, wer warum in einem Rechtsstaat für was verantwortlich ist. Sie sind für die Verkehrspolitik im Lande Hessen auch verantwortlich. Was ist Ihre persönliche Haltung? Ist diese Straße richtig oder ist sie falsch? Sagen Sie das doch endlich einmal. Das zieht sich durch die gesamte Legislaturperiode, und das ist dieses Plenum ein absoluter Höhepunkt, dass Sie als GRÜNE und Sie als Verkehrsminister für etwas sich haben wählen lassen, Augen auf bei der Berufswahl. Sie sind freiwillig Verkehrsminister des Landes Hessens geworden. Sie hat niemand gezwungen, dass Sie künftig für den Straßenbau in Hessen verantwortlich sind. Sie hat niemand gezwungen, dass Sie für den Luftverkehr in Hessen verantwortlich sind. Es hat Sie niemand gezwungen, dass Sie für den Finanzplatz in Hessen zuständig sind, für die Industrie, für vieles mehr. Sie können sich doch nicht hier hinstellen und können sagen, ja, das ist aber jetzt ein großes Schicksal, dass ich die Verantwortung für ein Industrieland trage, für den Verkehr, für die wirtschaftliche Entwicklung. Jetzt muss ich immer warten, bis mich einer zwingt. Das ist doch lächerlich, was Sie für ein Bild hier abgegeben haben. Und ich sage Ihnen jetzt mal was. Was Sie hier betreiben, ist wirklich Wählertäuschung. Das ist Wählertäuschung, und Sie legen die Axt an die Wurzel der Demokratie, indem Sie den Menschen vorsätzlich Sand in die Augen streuen über das, was Sie sagen und über das, was Sie tun. Damit schaden Sie der Demokratie in unserem Land. Und ich möchte Ihnen auch noch einmal sagen, es ist geradezu lächerlich, dass Sie jetzt sich hier hinstellen, die Vereinbarung, die Ypsilanti-Vereinbarung zwischen SPD und GRÜNEN zitieren, wo Sie ja damals schon bei der Autobahn umgefallen sind, und dann auch noch den LINKEN vorwerfen, dass Sie ihnen eine Mehrheit besorgen wollten. Sie wollten vor wenigen Jahren mit den LINKEN die CDU aus der Macht drängen, wollten mit SPD und LINKEN eine Regierung zum Politikwechsel schaffen. Das war Ihr oberstes Ziel. Sie haben hier die SPD beschimpft öffentlich, dass sie unfähig wäre, diese Regierung zu bilden. Wenige Jahre später sagen Sie, ja, mit der SPD komme ich nicht in die Macht. Was mache ich denn da?
Mit der SPD komme ich nicht an die Macht. Was mache ich denn da? Na, dann falle ich halt komplett um beim Flughafen, bei der Autobahn, bei tausend anderen Fällen. Und dann stehe ich halt bei der CDU ins Bett. Das war es doch gewesen. Und jetzt haben Sie halt ein inhaltliches Problem. Dann stehen Sie doch einmal zu dem Problem. Er kann nicht mit der Linkspartei und gleichzeitig mit der CDU regieren. Das geht nicht. Und da gibt es einfach einen historischen Vergleich, den man ziehen kann. Und lieber Herr Al-Wazir, Sie mögen ja darauf hoffen, dass hier viele junge Abgeordnete sind, die Sie nicht mehr kennen. Aber ich erinnere mich an Ihre Reden. Und die Rede vom Herrn Schalauske, die hätten Sie doch, wenn Sie nicht regieren würden, eins zu eins hier persönlich gehalten und hätten einem anderen Verkehrsminister, hätten Sie Unmoral, hätten Sie was weiß ich alles vorgeworfen und hätten gesagt, das geht doch nicht, dass man so redet und so handelt und jetzt stellen Sie sich hier hin und halten so eine Rede. Ich kann nur sagen, schämen Sie sich, verarschen Sie die Wähler in unserem Land nicht. Lieber Herr Kollege Rock, das ist ein unparlamentarischer Ausdruck. Das ist Ihnen auch bewusst. Das muss ich natürlich rügen. So, nächster Redner für die Fraktion der AfD ist der Kollege Gagel. Herr Präsident, verehrte Kollegen! Wir haben ja jetzt lang genug gesprochen hier über das Thema, und ich möchte noch einmal ganz gerne auf das Thema Gewalt eingehen in Gießen. Und da habe ich doch eben tatsächlich vernommen, die Linke würde zu gewaltfreien Protesten aufrufen. Das ist ja eine schöne Floskel, das glaube ich Ihnen nicht, und ich glaube, das glauben die meisten Personen draußen nicht. Ich habe vermisst, Herr Schalauske, dass Sie sich davon distanziert haben, von der Gewalt, die ausgebrochen ist. Was ist mit den 250 Autos, die beschädigt wurden in Gießen? Wo bleibt Ihre Distanzierung von linksextremistischen Gewalttätern in Hessen? Wo bleibt die denn? Wenn Sie sich nicht distanzieren hier, dann gehen Sie doch hin und tolerieren, dass im Grunde genommen diese linksextremistische Gewalt hier mitten in unserem Lande, das hat man doch wieder einmal ganz klar gesehen, da hört man nämlich nichts von Ihrer Seite. Nach außen wird gespielt, gewaltfrei, aber letztendlich wird es von Ihnen toleriert, und ich würde fast vermuten, in Ihren Reihen und in Ihren Anhängern gibt es genug, die auch tatsächlich Gewalt anwenden. Das würde ich hier mal so vermuten. Das nächste Punkt. Ich habe gesagt, ich vermute es, Herr Felstehaus. Ich habe nicht gesagt, dass es so ist. Ich habe gesagt, ich vermute es. Das darf ich ja wohl sagen. So, nächster Punkt. Herr Schalauske, Sie haben hier etwas von Klimaschutz mal wieder erzählt. Klimaschutz. Wir haben drei Hitzesommer gehabt. Und deswegen sehen wir das ja. Wir dürfen die A49 nicht bauen. Ja, so ein Blödsinn. Ich habe es hier schon oft gesagt, ob die A49 gebaut wird oder nicht und ob wir drei Hitzesommer oder drei Regensommer haben, das ist völlig egal. Sie werden mit dieser Autobahn am Klima aber auch rein gar nichts ändern. Und das können Sie, dieses Märchen, welches hier immer und immer wiederholt wird im Hessischen Landtag, nicht nur von der linken Seite, sondern bis weit hier drüben wird das Klimamärchen immer wiederholt. Das können Sie den hessischen Bürgern nicht verkaufen. Die Klimaschutzmaßnahmen sind nutzlos. Wir können nichts am Klima ändern. Das Klima wird das machen, was es will. Es wird sich erwärmen oder es wird sich abkühlen. Nehmen Sie das bitte zur Kenntnis. Das ist jedenfalls unsere Position zu dem Thema. So, und letzter Punkt, meine Damen und Herren. Letzter Punkt. Wir haben ja hier eine Rede von der Frau Walter von den Grünen gehört, die war ja an moralischer Dramatik überhaupt nicht mehr zu überbieten. Mir sind fast die Tränen gekommen, wie das von den persönlichen Erfahrungen zur A49 ist. Da musste man ja fast sagen, da blutete einem fast das Herz, als ich das so gehört habe, meine persönlichen Erfahrungen zur A49. Und Frau Walter, tatsächlich, ich bin auch erst seit anderthalb Jahren in diesem Parlament, aber ich würde tatsächlich hier nicht hingehen und Märchen erzählen, sondern wir wollen uns hier über Fakten unterhalten und über Politik letztendlich. Und was doch dabei wieder rauskommt, und das ist doch hier ganz klar sichtbar bei den Grünen, die Doppelmoral, die Sie haben, und Herr Rock hat es eben auch schon erlebt, Sie sind überall umgefallen. Beim Flughafen, bei der Autobahn, bei sonstigen Dingen, um der CDU und sich selbst zur Macht zu verhelfen und die Macht zu erhalten. Nur darum geht es. Und heute Morgen hatte Herr Wagner so einen schönen Satz gesagt, Format muss man zeigen, und hat der SPD vorgeworfen, sie hätte kein Format. Doppelmoral, grüne Doppelmoral, meine Damen und Herren,
Das ist Ihr Format. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Gagel. Nächster Redner für die Fraktion der Christdemokraten ist der Kollege Michael Ruhl. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich finde es ja jetzt gut, dass die Mehrheit festgestellt hat, dass der qualifizierte Abschluss bei Neuenthal-Bischhausen ein Fehler war, dass die SPD mittlerweile auch wieder sagt, dass man das damals nicht hätte machen sollen, sondern dass man damals hätte weiterbauen sollen. Und jetzt müssen wir natürlich schauen, würde sich dieser Fehler natürlich jetzt wiederholen bei Schwalmstadt, dann würde sich natürlich der gesamte Verkehr von der A49 dann durch die Ortschaften von Dreiser, von Ziegenhain bis nach Alsfeld durch die Ortsdurchfahrten quälen und wälzen und würde dann erst dort wieder auf die A5 auffahren. Aber ich möchte eigentlich auf einen anderen Punkt noch einmal ankommen. Dann bin ich auch gleich hier wieder runter. Das Problem, was die LINKEN haben, sie distanzieren sich zwar persönlich von Gewalt, sie distanzieren sich aber nicht von den Gewalttätern. Und das ist das große Problem. Es gibt dort selbstverständlich einen legalen Protest. Und es gibt dort Protestcamps, die sind genehmigt worden. Es ist auch das Fahrradfahren auf der A49 ist schon angesprochen worden. Also es gibt verschiedene Protestformen, die sind alle angemeldet, sind genehmigt worden. Aber es gibt auch, und das muss man ja auch sagen, es gibt eben auch gewaltbereite Protestierer in dem Wald. Und von denen distanzieren sie sich nicht. Im Gegenteil, sie solidarisieren sich mit denen. Und das ist das Problem der LINKEN. Und Sie sollten sich von den Gewalttätern und Kriminellen sollten sich auch richtig und öffentlich distanzieren. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Ruhl. Damit sind wir am Ende der Aussprache angelangt. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Wir werden nachher den Tagesordnungspunkt 48 namentlich abstimmen im Abstimmungsblock. Und die beiden anderen werden wir wahrscheinlich auch direkt dann abstimmen.